Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 4. Wir machen weiter mit der Seilrutsche zu dem Supply Drop. Das Part haben wir so Tier gejagt und wurden dann einfach stumpf überfahren. Vielleicht kriege ich aber jetzt eins von diesen Viechern hier. Okay. Auf jeden Fall keinen sauberen Kill, aber irgendwie auch keinen neuen Eintrag. Oder vielleicht werden die mir einfach nie angezeigt, kann nicht sein. Ich habe, glaube ich, ein recht volles Inventar, oder? Können wir mal kurz gucken. Fähigkeiten. Wir haben doch einen Skill. Wir haben keinen Skillpunkt. Wieso wird mir mal gesagt, dass ich einen Skillpunkt habe? Oder doch, ich habe einen. Okay. Ach, da oben. Da oben sehe ich. Und hier sind einfach nur die Kosten, genau. Also, wir haben einen Skillpunkt. Aber ich habe ja nichts, was ich machen will. Ich wollte ja irgendwie hier rauf gehen. Die Richtung. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal Supply Drop. Mit dem ein bisschen Munition besser. Ja, machen wir gleich. Alles gut. Beruhig dich. Mit Tasche, was vorher ich weiß. Hallo? Bist du das? Hier ist niemand, der so heißt. Verdammt! Er ist überfällig. Wer ist da? AJ Gale. Und wer bist du? AJ Gale? Ja, hallo. Einen Moment. AJ, genau. Ich weiß, wer du bist. Ich bin Gopal vom Goldenen Pfad. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Einheit erledigt Nachschubübergaben für den Pfad. Aber wir sind unterbesetzt. Die Royal Army versorgt ihre Truppen in meiner Gegend. Ich schicke jetzt die Koordinaten der Abwurfzone. Schnapp dir die Pakete, bevor die Royal Army sie sichert. Was ist in den Paketen? Ich weiß nicht, ich bin nur der Bote. Okay, ich hol mir das Zeug. Okay. Das ist übrigens ein Codeplay von JD aus Scrubs. Ich habe das... Habe ich das im letzten Part oder in einer Part? Ich glaube, ich habe es nämlich nicht erwähnt. Aber ich habe in meiner letzten Aufnahmesession... was heißt denn in meiner Aufnahmesession? Da ich das erste Mal aufgenommen habe, habe ich das auch schon mal nachgeguckt. Und habe es dann mal erwähnt. Und dachte ich... Kann ich eigentlich gerade irgendwas droppen noch? M war das, ne? Genau, herrscht. Ne, erstmal Sammlung bei der Tasche. Okay, wir haben noch 5 Plätze frei, kann ich die doch alle noch looten. Weil mit denen muss man nur was herstellen. Es hat einfach nur gezeigt, dass die Beutetasche was voll ist. Was ich ein bisschen schade finde. So, Rothundfell, jetzt können wir was craften. Ne, das war falsch, ich muss auf M drücken. Herstellen, wir können uns nämlich den Köderbeutel machen, der mir komplett egal ist. Aber gut, dann nehmen wir den auch noch mit, weil... Ich denke mal, wir brauchen den. Genau. Also wir brauchen wahrscheinlich noch irgendwas anderes. Ich würde gerne noch einen Sambar töten, weil die Sambars sind halt... Also damit kriegen wir halt die nächste Beutetasche, was halt für mich das Wichtigste mit ist. Ja, du piepst hier schon rum. Wir haben noch einen Zettel. Bis auf was geschlossen. Meine lieben Mittrinker, mit dem aufrichtigsten und tiefsten Bedauern muss ich euch mitteilen, dass Ishas Raxi-Brennerei für eine Weile geschlossen bleiben wird. Mein Herz ist schwer und ich kann mich einfach nicht überwinden, Alkohol herzustellen, zu verkaufen oder zu trinken. Morgen wird meine wunderschöne Tochter Tara eingeäschert. Ich muss konzentriert und stark bleiben, sowohl körperlich als auch seelisch, um ihr und dem Kampf, der sie ihr Leben kostete, die letzte Ehre zu erweisen. Isha. Okay. Dann viel Erfolg damit, Isha. Okay. Da ist die Kiste. Ich dachte, ich kann vielleicht kaputt prügeln, aber kann ich gar nicht. Wir sollen die Tasche mitnehmen. Geh mal hin. Ich hab das erste Paket. Soll ich da jetzt hoch? Wahrscheinlich muss ich gar nicht hier hoch. Ich glaube, den Fehler habe ich vorher auch schon gemacht. Aber wir gucken einfach mal, ob wir hier weiter können. Okay, er ist noch fast irgendwo gegenschlagen und sterben, aber zum Glück ist das uninteressant. So, genau, hier bin ich nämlich auch schon vorher angelaufen. Warum, was ist los? Sind wir... Ah, hier oben gibt es Tote. Oh. Also ich weiß nicht, ob der Hund immer noch wert auf mich gelaufen wäre, wenn ich ihm schon 2 Kugeln in den Kopf gedrückt habe. Aber gut, müssen wir also, dass er jetzt nur an mich ranspringen kann. Der Beutetasche, was für euch weiß, aber hier gibt's Loot. Jetzt sind wir schon voll. Okay. Hatten wir nicht nur gerade mehrere Plätze? Rothundfell.
Dann würde ich sagen, lege ich mal hier voran. Ablegen. So, 4 davon ablegen. Okay, die sind auch komplett weg dann. Schade. Aber, naja. Die kriegen wir bestimmt schon wieder. Ach, jetzt gehe ich ablegen. Warum? Hier gibt es einen Händler. Hm. Aber der ist auf der Straße, ne? Ja. Hilft mir auch nicht so besonders weiter. Okay, er ist tot. Ich habe irgendwie erwartet, dass er einen anderen Move macht. Wieder eines... irgendwas Adlers. So, dann den zweiten Supply Drop holen. Der hier vorne ist. Da gibt es auch noch ein neues Quad. Sogar 2. Das ist natürlich. Und hier ist er wieder... Ja, das sind Wölfe hier, ne? So, Wolf auch tot. Die sammle ich jetzt nicht ein, weil dafür habe ich halt nicht genug Platz gerade. Aber wir können den hier mitnehmen. Tibets Wolffell. Und hier noch eine Beutetasche. Hier ist ja schon wieder voll. Das ist mein Leben, ey. Ich will noch was anderes droppen. Sammlung. Beutetasche. Was ist, kann ich, ist das sortiert nach Geld? Nee, Federn kann ich für ablehnen, die sind komplett wertlos. Kann ich vielleicht für Bogen brauchen, aber sonst. Violettes Blatt brauche ich aktuell auch nicht, würde ich sagen. Dann haben wir wenigstens wieder 2 Platz und können hier schon mal das hier mitnehmen. Wir können den noch durchsuchen. Wir können dann noch das Poster von wegreißen. Auch No Golden Path. Pagamin our Savior. Also würden die überhaupt Englisch sprechen? Alles klar, ich packe jetzt schnell zurück. Wie schnell ist nicht markiert, aber... Ja. Beeil dich bitte und liefere sie an diesen Ort. Vielen Dank. Hier können wir hin. Genau, also... Das hier ist ja... Kyrat ist ja irgendwo in Indien oder auf dem Weg, ne? Oder zwischen... Weißt du? Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das genau beschreiben soll. Am Anfang wurde ja von der indischen Botschaft gesprochen, dass da kein mehr ein Kyrat ist und das heißt, muss ja irgendwo in der Nähe davon sein. Und da wäre jetzt die Frage, würde dann das hier nicht alles hin, wie heißt das Hindi oder ist das Religion stehen? Ich sorge dafür, Sprache? Dass sie verteilt werden. Leg sie einfach bei der Tür ab. Okay. Also darf ich nicht rein? Wir bereiten hier eine geheime Operation vor. Tut mir leid, Befehl ist Befehl. Ich darf niemanden reinlassen. Schade. Nachschau für den goldenen Pfad. Erfolg. So, dann erstmal wieder zurück nach Banapur und handeln. So, ich hätte auch hier einen Händler suchen können, aber ja, können wir mal gucken, ob wir was kaufen können. Hier, interessantes. Was ist das eigentlich? Du bist derzeit schon gelehnt haben. Wir haben die Stormer freigeschaltet und die Scorpion freigeschaltet. So, erstmal hier alles verkaufen, schnell verkaufen. Wie viel Platz haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Erfunden, nutzen, behalten. Ja. Ich glaube, wir sollten die nicht verkaufen unbedingt. Genau, Körperpanzer kostet 20. Moment, erstmal Karten. Das hier kaufen. Beute in Südkyrat. Die Objekte. Ich weiß halt nicht, wie schnell wir nach Zentralkyrat kommen. Okay, wir könnten uns den Sensenmann kaufen. Aber ich wollte das ja. Also, die werde ich mir vielleicht erst holen, wenn wir dann einen zweiten Waffenslot haben. Wofür wir was eigentlich brauchen. Mit 9 Skillpunkten. Ah, haben wir, cool. Ja, genau, ich wollte den Beutetäger machen, weil ich ihn sehr cool finde. Wir brauchen den Waffengurt. Dafür brauchen wir 3 Tibetswölfe. Okay, einen haben wir schon mal, das ist gut. Einen Sambal für die nächste Beutetasche. Okay, bis zu 30 sind, glaube ich, die wir aktuell haben, oder? Genau, eine beliebige Waffe und hier ist bis zu 500.000 Kyrat-Dollar. Genau, das brauchen wir nicht wirklich, das ist nämlich auch nicht so richtig. Königstier brauchen wir auch noch für Schwerdinger, also für schwere Munitionstasche. Und Schweinehaut. Mal gucken, wo wir ein Schwein finden, ne? Dann würde ich sagen, heute machen wir nicht mit der Mission von Amita weiter, sondern gucken erstmal, dass wir so ein bisschen rumkommen. Einfach ein bisschen gucken, was die Welt so für uns hat. Ist für mich auch relativ... unbekannt, weil es halt extrem lang her und ich habe halt wirklich gar keine Ahnung, was mit dem Spiel war, ob ich das wirklich durchgespielt habe oder wie das hier jetzt lief. Ich hätte vielleicht Munition kaufen sollen für die AK. Wäre smart gewesen. Wir gucken mal, ob wir einen fahrenden Händler finden auf dem Weg. Ich hoffe mal, die sind ja nicht teurer als die anderen.
Genau, also ich kann mich halt wirklich gar nicht mehr an das Spiel erinnern. Ich weiß noch, dass es irgendwie so eine Töpferei gab oder so eine Lehmbrennerei. Da ist mein Spiel ziemlich häufig gecrashed. Und ansonsten, ja, so ein, es gibt so ein Mini-Helikopter, glaube ich, oder sowas. Also so ein bisschen was kenne ich noch vom Spiel, aber so die Welt an sich habe ich so gar nicht mehr im Kopf. Okay, Panzerung hätte ich mir auch gehabt. Genau, das haben wir schon gesehen, das ist der Schrein von Kyra. Dann werden wir das hier. Können wir es drehen. Okay, das bringt uns absolut nichts, außer Erfolge dafür. Also, der Fortschritt da oben. Aber ansonsten bringt das halt nichts. Spiel sagt nicht, was ich bekomme. Ein Geku, okay. So, ich weiß, was ein Geku ist. Kyras Zuflucht, Ort entdeckt. Dafür kriegen wir Karma-Punkte oder sowas war das, glaube ich. Oh, hier gibt's Lore. Das sammle ich sogar automatisch auf. Ich glaube, das versehen. Kyras Führung, meine Freunde. Ich habe Gerüchte gehört, dass eine Wallfahrt zum Tempel Kyras Führung hoch auf den Klippen im Süden des Sees geplant ist. Der Zugang zu dem Tempel war seit Jahren verboten und der Weg ist inzwischen sehr gefährlich. Wir können es nicht erlauben, für jeden verlorenen Schrein Ressourcen des goldenen Pfads zu verschwenden. Ich bitte euch, seid mit dem zufrieden, was ihr hier in Kyras Zuflucht habt. Riskiert nicht eure Gesundheit für irgendeinen alten Tempel. Amita. Okay. Amita hat also keinen Bock, Ressourcen vom goldenen Pfad wegzunehmen, damit die Religion hier weit ausgelebt werden kann. Haben wir das gemacht. Das ist ja wahrscheinlich dann der hier, weil der ist ja in den... Okay, wir sind schon, also das untere... Okay, hier unten geht es halt noch extrem weit. Ich wollte gerade sagen, hier oben ist ja schon direkt an das mittlere, weil hier haben wir halt nichts mehr. Aber ja, haben wir oben noch ein bisschen was zum Angucken vom Südkyrat. Und halt hier noch extrem viel. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal da hinzukommen, ne? Ja. Und Sabal und Amita sind anscheinend irgendwie beides leitende Personen im Goldenen Pfad, weil Sabal ist irgendwie so der Kämpfer, sage ich mal. Aber Amita hatte anscheinend auch was zu sagen, weil sie ja die Leute da auch darum bittet, nichts zu machen. Und klar kann das jeder schreiben, aber es klingt halt so, als hätte sie da was zu sagen schon. Ich glaube, die wollen beide ja irgendwie sich gegenseitig, ich sag mal, verdrängen und einer möchte Anführer von Golden Pfad werden. Ich glaube, das habe ich gerade noch so in Erinnerung. Aber also wie irgendwas in die Richtung war es, aber ich weiß nicht mehr genau was. Ich habe ehrlich gesagt nicht erwartet, dass es mir so gut durchfahren kann. Ich dachte, hier ist alles so mit Berg, wo man über hochklettern muss. Aber im Endeffekt kann man hier eigentlich ziemlich cool über lang fahren. Hallo, fahrender Händler. Ist das ein Wildschwein oder ist das ein komisches Vieh? Bonjour. Schnellverkauf. Jo. Und, ja, komm, gib mir alles. Ich hoffe, das hilft. Ich wollte den zweiten auch noch erlegen, aber war ich so schlecht für? Wildschweinhaut? Wird nicht wieder fahren. Da sind noch zwei Wildschweine. Ist ja schon komplett vorbeigeschossen mal wieder. Aber jetzt dürfen wir zwar Wildschweinhaut haben und können irgendwas herstellen. Nämlich den Munitionsbeutel. Oh, und wir brauchen sogar noch das andere. Dann würde ich sagen, erstmal Munitionsbeutel, weil Munition finde ich wichtiger. Weil Spritzen sind zwar ganz nett, aber ich benutze sowieso nur Heilung und aktuell geht das noch. Und hier waren auf jeden Fall noch mehr Wildschweine. Also eins auf jeden Fall noch. Ist halt die Frage, ob das jetzt hier irgendwo reingelaufen ist oder ob das abgehauen ist, ne? Da ist eine Maus. Ich dachte, ich treffe sie vielleicht, wenn ich einfach mal schlage, aber leider nein. Theoretisch, wenn wir jetzt einen Bogen hätten, könnten wir die auch damit töten und würden dann zwei Profi bekommen, glaube ich. Aber keine Ahnung, wo die alle hin sind. Müsste ich dann nochmal suchen. So, genau, hier können wir ganz so viel tauchen, glaube ich. Und hier gibt es halt die Mani-Mühle, die ich habe. Warte, Mani-Mühle? Ich glaube, ja. Mani-Mühle, genau. Und dann können wir noch ein bisschen tauchen und Loot holen.
Wenn es nicht zu tief ist. Okay, dafür kriegen wir auf jeden Fall diese Karma-Punkte. War das Ding nicht voller Dinge? Nee, okay, die waren alle dahinter. Okay, habe ich mich ein bisschen, kann man sagen, verschätzt? Stimmt. Seid ihr Wildschweine? Ich glaube ja. Durch die Wild kann ich nicht so gut deuten, aber ich glaube, ihr seid Wildschweine. Aber Moment mal, ich habe doch Wurfmesser, ne? Das war so? Okay, also, ich habe Wurfmesser, die töten nur keine Wildschweine. Ich meine, hätte ich selbst drauf kommen können, ich dachte, vielleicht sind die stärker, weil Wurfmesser sind ja meistens doch ein bisschen blöder zu treffen, als einfach nur mit dem Gewehr eine Salbe reinsprayen. So. Schon die ganze Munition verballert. Funktioniert super. Und wir können herstellen den Spritzenbeutel. Okay, jetzt brauchen wir auch Tibetwolf. Das heißt, das mache ich aber nicht. Ach Mist, hierfür hätte ich jetzt ein Baral noch haben müssen. Ich könnte das dann noch, hätte das dann noch machen können, aber die müssen natürlich wegtun. Was ist denn das hier? Ist das euer komischer Tempel hier? Gucken wir uns das mal an. Ich glaube, ich habe ihn gelootet. Aber ich war zu schnell dafür. Okay. I guess. Soll ich kurz mal testen, was das macht, wenn ich darauf schieße? Anscheinend nichts. Ich dachte, dann fällt das vielleicht zusammen oder so. Hm. Ihr seid Wildschweine, davon brauche ich gerade keine. Ich bräuchte ein Baral. Haben wir hier noch was in der Nähe? Genau, hier links, das habe ich gerade schon gesehen. Ich hätte gerne auf die Karte gucken müssen. Holen wir uns erstmal das hier. Da ich auch kein Feedback dazu in Far Cry 3 bekommen habe, wie ich das machen soll mit dem Looten, mache ich das jetzt einfach so weiter. Ich, wenn ich Zeit habe, loote ich noch was, wie hier, so einfach um die Map ein bisschen kennenzulernen. Und wenn ja, halt irgendwelche einzelnen Gegenstände noch sind, dann hole ich die halt, wenn überhaupt, mal offscreen. Habe ich es mit Far Cry 3 auch nicht mehr gemacht. In Far Cry Blood Dragon habe ich ja so gut wie alles gelootet, weil es einfach eine sehr kleine Karte war, kann man sagen. Oh, schöne Nacht gerade. So einen richtigen Tag- und Nachtwechsel hatte Far Cry ja, Far Cry 3 auch, aber kam es mir irgendwie nicht so richtig vor. Also, das wäre das so ein. Das war irgendwie so selten, dass mal die Tageszeit gewechselt ist. Also, dass es das gar nicht gab. Ich mich jetzt irre. Aber es wirkt halt irgendwie. Wirkte halt nicht so gut. Gar nicht so. Wirklich wechseln. Nicht so wie hier. Ich kann mal kurz gucken, wegen Sammlung. Königmünz, irgendwas. Wir haben Sabal noch. Sabal ist ein Südkurati und der zweite Kopf des schwerfälligen Kriegselefanten an der Spitze des Goldenen Pfads. Er zieht in die eine Richtung, Amita in die andere und sie drohen Kyra zwischen sich zu zerreißen. Jeder Hinweis, der zu seiner Ergreifung führt, wird großzügig belohnt. Der Sherpa. Geschäftsmann, Wanderer und Schwindler. Dieser Mann ist in ganz Kyrat schlicht als der Sherpa bekannt und verkauft minderwertige Ware und Schmugglergut. Er schreckt auch nicht davor zurück, den goldenen Farb und Ausrüstung zu versorgen. Sie sollten diesem Mann nicht trauen. Okay, Banapo hatten wir schon. Hier haben wir was Neues. Wildschwein. Wildschweine sind vor allem während ihres saftigen Fleisches bekannt, sind in Wahrheit boshafte Kreaturen, denen sie unter allen Umständen aus dem Weg gehen sollten, falls sie nicht gerade ein Frühstück für unseren geliebten König Min zubereiten. Tibetwolf. Auch wenn das Äußere des Tibetwolfs beängstigend ist, können sich die Einwohner Kyrat beruhigt in dem Wissen zurücklehnen, dass sie solchen Tieren nur in Gefangenschaft begegnen werden. Alle anderen Berichte über Sichtungen der Wölfe in freier Wildbahn sind falsch. Himalaya-Monal. Okay, man kriegt dafür immer noch Codex-Einträge, sag ich mal, aber man sieht sie nicht mal im Bildschirm aufploppen. Der Monal oder Glanzfasan läuft ziellos umher und ist kein besonders schlaues Tier. Er ist leichte Beute für Raubtiere, genauso wie die Einwohner von Kyrat in den Augen des goldenen Pfads. Rothund. Solange Kyrat in zwei Teile gespalten ist, werden diese Hunde allein und verlassen durch das Land streifen. Erst wenn die Bedrohung durch den goldenen Pfad endlich ein Ende findet, kann König Min alle Waisen des Landes wieder zu einer einzigen Familie vereinen. Okay, was hat das mit dem Rothund zu tun?
Malayenadler, ach keine Ahnung. Diese majestätische und edle Kreatur wacht von den höchsten Gipfeln aus über das Land und erinnert uns daran, dass auch wir stets wachsam sein müssen, um uns unsere Freiheit zu wahren. Okay, haben wir gelesen. Dann würde ich sagen, im nächsten Part fahren wir dann dahin und gucken dann mal, dass wir mit Amit nochmal sprechen. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.